I be that young rapping dude, might just trap with you. Coming with the thunder, baby, might just clap your crew. I roll out. Hallo Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ja, Papers, Please. Und heute ist der zweite Arbeitstag am Start. Und es ist der 24. November 1982. Und ja, wir lesen mal wieder. Und zwar, Astotska, Ministry of Admission Official Bulletin. Inspector, from today, foreigners with a valid passport are permitted to enter. Your booth inspection hardware is now installed. Check all passport information carefully for discrepancies. Deny any entry with inconsistent information. Das heißt, wir können jetzt auch die Pässe von Leuten, die nicht aus unserem Land kommen, annehmen. Wir haben hier unten so ein Checkteil, das werdet ihr auch gleich sehen. Das kann ich gleich mal beim ersten sogar zeigen. So, und zwar kommt der Ganze jetzt hier aus Shingleton, ist Mail, und ja, wir können jetzt hier drauf gehen, dann gehen wir auf irgendwas und zum Beispiel aufs Datum, und jetzt ist hier Matching Data, und wenn das nicht stimmt, dann können wir das hier ihn fragen, ob das, warum das so ist, und dann können wir ihn, je nachdem wie das, also ihr werdet das alles noch sehen, der kann natürlich durch hier, und ja, wir versuchen natürlich wieder so viele wie möglich zu schaffen. Genau, hier ist zum Beispiel jetzt sein Pass abgelaufen, deswegen klicken wir hier drauf und hier. Dann kommt das, klicken wir hier drauf, the document has expired. Und dann müssen wir ihn ablehnen. So funktioniert das Ganze und das ist mit allen anderen Sachen auch genauso. Deswegen, ja. Erstmal unsere Heyen, Import, passt alles. Zack. Müsste eigentlich clean sein hier. Und an der Stelle nochmal, achso, was ich ja noch gar nicht gesagt habe. Herzlich willkommen zum ersten Video nach den nach der eine Woche Pause. Das passt alles. Auf jeden Fall herzlich willkommen wieder, Leute. So, und erstmal noch Grüße an Livora HD, an Jamie vom Team Livora HD, der hat nämlich hier einen sehr schönen Kommentar unter dem letzten Papers, Please Video geschrieben. Fand ich sehr nett von dir. Danke an dich. Ich kann den vielleicht mal ganz kurz einblenden. So, jetzt habt ihr ihn gesehen. Und jetzt sehen wir, achso. Und die hat uns jetzt noch irgendwie was gegeben. Okay, Leute. Alles klar. Ich bin raus. Gibt uns einfach sowas hier. Alles klar, Mann. So. Lalalala. Müsste eigentlich passen. Wir haben ja jetzt auch in diesem Buch. Oh, Leute, der schaut da oben. Bumm. Ein Anschlag, Leute. Ach du Scheiße. Und jetzt ist der Tag auch schon vorbei, wegen dieser Attack, und wir haben echt nicht viele Leute geschafft. Das ist echt ein krasses Problem. Wir haben trotzdem 15 Dollar, das ist ganz gut. Wir gehen mal schlafen, und da jetzt dieser Attack war, machen wir natürlich noch einen Tag. Das ist ja klar. Wir machen jetzt gleich noch einen Arbeitstag, weil wenn solche Attacks sind, werde ich wahrscheinlich zwei Arbeitstage machen. Okay, jetzt ist nämlich auch was Neues dazugekommen, und zwar ja, Inspector, entry for non-citizens is now regulated. All foreigners require a valid entry ticket. Verify information before stamping passport entry visa and returning all documents to entrant. Glory to Astotska. Das heißt im Klartext, jeder, der nicht aus Astotska kommt, braucht jetzt so ein Entry Permit. Das ist ein zweites Dokument. Und zwar, oder dieses Ticket halt. Und dann müssen wir hier das Datum prüfen, ob alles passt. Sieht mir danach aus. Also das muss genau das Datum sein, was hier unten ist. Und sonst ist hier auch alles eigentlich komplett okay. Also jeder braucht jetzt so ein Ticket hier. Ja, das ist eigentlich noch eine weitere Erweiterung. Weitere Erweiterung? Nennt man das so? So, ich habe jetzt bis hierhin einen Schnitt gemacht. Ich denke, ich werde mal... Oh, da haben wir sogar jemanden, der das Datum nicht richtig hat.
Ich würde sagen, ich mache manchmal ein bisschen Zeitraffer, weil es dauert jetzt echt zu lange, wenn ich hier zwei Arbeitstage jetzt mache. Deswegen würde ich sagen, ab jetzt Zeitraffer. So Leute, wir haben jetzt unsere letzte Warnung bekommen. Der Tag ist auch schon gleich vorbei. Skull, da muss ich jetzt mal nachgucken. Regional Map, dann auf Obristan und Skull, das gibt's sogar, krass. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und da ist der Arbeitstag auch schon vorbei. Ja. So, das war's auf jeden Fall. Von Tag 3. Wir haben $35 auf dem Konto. Hier sind alle okay, also bis jetzt läuft's auf jeden Fall, ich würde sagen. Das war's von dem Let's Play. Ja, herzlich willkommen wieder zurück nach einer Woche und dann würde ich sagen, war's das. Bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.